Recht herzlich willkommen zur 116. Folge von Avorion. Ja, Ziele, ganz einfach, fangen wir damit an. Wir müssen Kapitäne haben, damit wir Schiffe bewegen können, auch autark, also ohne, dass wir darauf sind. Das ist das Erste, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob unser Miner überhaupt noch funktioniert, weil ich glaube, der war ohne und ist aus der Vergangenheit. Vielleicht war einer drauf, weiß ich jetzt gar nicht. Kann man das gerade schauen? Also wir haben ja hier die Ölbohrturm, da fehlt ja unsere Personalie. So, das ist auch jetzt falsch. Wir wollen erstmal gucken, wo ist denn unser Miner überhaupt? Das ist die Frage. Ist er hier? Hier ist unser Miner, genau. Na, da müsste man jetzt mal gucken. Hier glaube ich gar nicht die Möglichkeit so direkt, ne, oder? Aber man kann ihm hier nur die Befehle geben. Feinde angreifen, Sektor patrouillieren. Was war mit Shift? Ne, dann doch, da gibt es hier noch was. Schleife bauen, okay, und das war nur nach oben setzen. Okay, weiß ich jetzt gar nicht. Können wir da reinspringen? Ich glaube, es ging nicht, ne? Steuerung, Icons bewegen, da unten steht ja noch ein bisschen was, aber Asteroiden bauen. Ich glaube, der macht das auch gar nicht momentan, weil das Spiel halt geändert wurde, ne? Müsste ja hier unten rechts bei uns immer angezeigt werden, tut es aber gar nicht. So, unsere Mine ist da. Da können wir ja mal gerade gucken. Crewmäßig. Oh, da gibt's Kommandeure. Unteroffiziere. Sind Kommandeure denn ausreichend? Nee, das waren Kapitäne, ne? Kommandeure nicht, oder? Gute Frage. Was gibt's hier? Er hat keine. Gut. Dann war hier sonst ja nix, ne, oder? Nur Schrott findet sich hier noch genug. Was ist denn das da hinten? Das ist ein geheimes Versteck, ne, ein Wrack. Ja, müsste man auch alles hier abgrasen, ne? Aber ich glaube, hier war im Sektor taktische Karte, mal hier. Ja, nix zu finden, ne? Ne, da war nur unsere Mine und sonst nix. Kann man ja hier sehen, ne? Ein Schiff und drei Schiffe, eine Station und das ist unsere. Und der Rest sind Asteroiden. Gut, das würde bedeuten, wir müssten jetzt erstmal gucken, dass wir woanders hinspringen, um an Personal zu kommen, sagen wir es mal so. So, machen wir das, fliegen da mal hin und gucken dann da mal, oder vielleicht besser hier hin. Vielleicht besser da hin. Weil hier in diese Richtung war unser Miner, ne? Würde vielleicht mal Sinn machen, in die Richtung zu kommen, ne? Gut, schauen wir mal. So, da haben wir schon den ersten Sprung geschafft. Hier oben, der zeigt mir immer dieses schicke Symbol an, dass mein Computer voll mit dem Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Aber irgendwie kann es sein, dass es nicht passt, weil 32 Gig, nee, dann ist irgendwas faul. Nochmal Karte und wir können jetzt nur bis da einspringen. Dann machen wir das doch mal, ne? Aber wir können mal gerade gucken, was gibt's denn da? Handelsposten, ja, da gibt's ein paar Stationen, das würde also Sinn machen. Machen wir die Koordinaten auch gerade wieder rein und springen da mal hin. Oh, da kommen die Feinde schon. Aber wir sind ja jetzt weg. Dann sollen uns die Feinde egal sein. Ja, Größe des Schiffes, das ist, also wenn wir die Kapitäne haben, denke ich mal, werden wir Schiffe bauen und dann werden wir mal einen ordentlichen Miner bauen, dass wir erstmal an Rohstoffe kommen. Das hatte der Dennis dann ja schon mal richtig erkannt, dass wir da ein bisschen unterfordert sind. Wir haben einfach zu kleines Schiff und da werden wir dran arbeiten dann. Ölraffinerie. Crew anheuern. Unteroffiziere. Mehr gibt's da nicht. Ah, da ist noch was. Das ist ein Kapitän. Das bedeutet, da geht die Reise erstmal hin. Den müssen wir haben. So, wieder aufpassen, dass wir den nicht rammen, ne? So.
Da ist ein Docking Port. Nehmen wir den nochmal ins Visier. Dass wir das hinkriegen. So, komm schon. Gleich ist der Kapitän weg. So, eingekauft. Erneuern. Jetzt haben wir bestimmt nicht genug Platz fürs Personal, ne? Oder wie ist das? Das ist auch noch ein Punkt, den wir gerade mal bedenken müssen, ne? Nicht genügend Quartiere. Schiff ist überbevölkert. Ab in Baumodus gerade rein. Und einfach irgendwo hier ein Dingens hingesetzt. Ein Quartier. Ja, warum habe ich das so gebaut? Das war von Dennis auch eine Frage. War einfach nur just for fun. Einfach war meine Idee. Ich wollte das so verbinden, modulmäßig. Keine weitere Verwandtnis sozusagen. Einfach mache ich mal, ne? So ungefähr. Jetzt habe ich den natürlich da hingesetzt. So wollte ich jetzt eigentlich den hinsetzen. Um dann die Kiste zu kopieren. Steuerung C. Und dann die Quartiere auswählen. Und Steuerung V. Und dann ist das nicht nur nicht die Quartiere. Das sind sie jetzt. So, jetzt haben wir genug Platz für die Kapitäne. Das war unser Ziel. Okay, dann wieder da raus. Jetzt haben wir nicht mehr überbevölkert. Jetzt können wir wieder handeln. Können wir gerade nochmal gucken. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt schon wieder neuer ist, ne? Ach so. Kann man immer mehr kaufen. Ach so, hier ist die Anzahl. Anheuern und dann wieder 0. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, kann ich, das ist ein Bug, wenn, ne? Ne, es waren 2 wohl da. Oder haben wir ihn gar nicht gekriegt? Das kann natürlich auch noch sein. Gucken wir mal gerade. Doch, wir haben 2 Kapitäne hier. Gut, das ist aber nicht schlimm. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal einen Kapitän in Reserve. Jetzt würde es bedeuten, wir müssten überlegen, dass wir jetzt irgendwo anfangen, wo sich's lohnt, ein Schiff zu bauen. Hier habe ich schon nach Kapitänen geguckt, oder? Können wir aber gerade nochmal schnell machen. Ja, hier war keiner. Ach, das war zu viel gedrückt. So, hier haben wir gerade abgegrast. Da hinten ist noch eine Station. Fleischfabrik. Gucken, ob wir da noch was haben. Piloten gibt's da. Da oben ist noch was. Lassen wir gerade dort runter herfliegen. Aber da drunten auch. Da gucken. Crew erneuern. Was sind das? Leutnants. Ach, nicht da drücken. Fleischfabrik hatten wir schon, ne? Genau. Hier oben ist noch was. Pflanzenfarm. Und keiner. Security. Das daneben sind Schiffe. Das hatten wir. Das hatten wir auch. Da ist ein Tor, das haben wir gehabt. Haben wir das schon gehabt? Das ist mit Avorium, wenn man sich dreht, ne? Dann dreht sich die ganze Welt und das ist nicht gut, finde ich. Das hatten wir alles. Das war hier die Ölraffinerie, die hatten wir auch. Was haben wir da? Haben wir schon. Wie viele Stationen sind hier denn erstmal? 6. Ja, das bedeutet 1, 2, 3 Handelsposten. Haben wir diesen Handelsposten? Gute Frage. Ja, könnte sein, dass wir den hatten. Taktische Karte, anders hat es keinen Sinn. Oder könnte natürlich auch die Stadt durch die Dingens durchblättern, ne? Das war die Ölraffinerie, die habe ich schon. Plastikhersteller. Entweder ich bin in der. Ja, ich bin ja in der Nähe von dem, ne? Dann hatten wir den. Da ist noch ein Pflanzenfarm, die hatten wir wahrscheinlich. Fleischfabrik hatten wir auch. Hier ist noch der Handelsposten. Ja, ich glaube, das war's aber schon.
können wir den Handelsbossen gerade angucken, aber der war, glaube ich, auch schon, ne? Obwohl es vielleicht zwei waren, aber nee, den war schwarz. So, das bedeutet, wo bauen wir unser Schiff auf? Wie viele Asteroiden sind hier? Das ist die Frage. Eigentlich zu wenig. Das bedeutet, nochmal Karte reingucken. Und vielleicht weiterfliegen. Vielleicht auch Richtung Miner. Hier gibt es 4 Tore. 3 Tore, 476, wie viel? Da stehen keine Asteroiden, also nix. Forschungsstation ist da, okay. 1821 Asteroiden. Vielleicht ist es da ganz interessant. Da gibt es auch viele Stationen. Ich glaube, wir versuchen mal da hinzukommen. Das heißt, Tor ist nicht Nordost. Da ist nur eins. Südwest war richtig, oder? So, dann weiter. Südwest fliegen. Ja, das ist ein Schiff. So, hier sind jetzt die 4 Tore und wir müssen nach Südost, oder? Das ist unser Tor. So, dadurch. Und dann ankommen. So. Na? Wollen wir da auch ankommen, oder? Ja, sind wir angekommen. Gut. Jetzt haben wir hier einen ordentlichen Sektor mit vielen Sachen. 8 Stationen, 14 Schiffe, 1800 Asteroiden. Das ist schon mal eine Anzahl. So, jetzt müssen wir nur gucken. Edelmetallmine. Ob es hier noch irgendwo Kapitäne vielleicht gibt. Da gibt es tatsächlich einen. Dann fliegen wir das doch erstmal an. Okay. So, Docking Port bitte. Da unten ist einer. Kurze Salve, Subraumsignale erhalten, okay. So, Dockingport bitte einmal klar machen. Crew erneuern und den Kapitän mitnehmen. Darf man nicht mehr oder was? Achso. Ich habe falsche Beziehungen hier. Na super, das läuft ja. Gut, dann sind wir da erstmal so weit, dass wir das nicht hinkriegen. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Trotzdem ist der Sektor ja ganz erfolgreich hier. Das ist jetzt die, keine Ahnung, gute war. Gucken wir mal gerade nach den anderen Stationen, die hier so sind. Die gehört denen auch. Ja, die gehören alle dazu, okay. Hätte ja sein können. Höchstens ist ein Handelsposten, von wem anders ist oder so. Hier oben ist ein Tor. Einen anderen Sektor dann. Ost, Südost ist das hier. Da gibt es sogar noch einen Asteroid für uns. Oder von uns. Okay. Hm. 132 Asteroiden, das ist jetzt auch nicht so der Bringer, ne? 859, da gibt's ne, komm. Dann fliegen wir da nochmal hin. Das ist das Tor dann wahrscheinlich, ne? Ost, Südost haben wir schon ausgewählt. Nee, das ist nicht das richtige Tor. Südwesttor, das wäre richtig. Da raus, da rein. Und Richtung Tor geflogen. Das ist das Tor, ne?
weiß ich gar nicht, wie die Beziehung mit denen ist. Vielleicht sind die auch nicht so dolle. Spielt aber erstmal keine Rolle. Dann sind wir schon mal durch. So. F. Crew erneuern. Okay, mit denen ist die Beziehung auch nicht gut. Alles klar, dann hat sich das jetzt erledigt. Brauchen wir erstmal nicht weiter suchen. Nicht wieder die gleiche Taste drücken. Gehen wir nochmal in die Karte. Also in diesem grünen Bereich waren wir. Da haben wir angeheuert und da war es ganz gut, ne? Das heißt, mit denen sind wir so gut befreundet, dass da, boah, da wird was gehen, ne? Jetzt sollte man da einen Trader hinschicken, der da hin und her fliegen kann, weil da sind einige Stationen dann, ne? Und ja, da müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Aber ich würde mal sagen, wir unterbrechen das Ganze erstmal hier. Wir haben ja jetzt erstmal einen und jetzt müssen wir überlegen, wo wir dann anfangen, unsere Dingens zu bauen. Wie war denn da gerade noch? Da gucke ich jetzt gerade nochmal hin hier. Asteroidenmäßig zu wenig, okay. Farmen macht da keinen Sinn. Ja, dann gucken wir da weiter, ne? Tore, okay. Das ist neu hier. Wurmlöcher. Und alles klar. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir das so, dass wir hier einen Cut machen. Und nächstes Mal schauen wir zu, dass wir wahrscheinlich in den grünen Bereich hier, oder welche Farbe das auch immer ist, grün-gelblich, wieder zurückkommen. Da einen ordentlichen Bereich finden, wo wir dann unseren Miner hinkriegen, der dann da auch ordentlich abbauen kann, ne? Ja, unser Asteroid hier, 1900, macht am meisten Sinn, da hinzukommen. Ich denke, das wird unser Ziel sein. So. Irgendwelche bösen Schiffe sind da. Dann lass uns noch gerade durchs Tor wieder zurückfliegen. Gut. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Habt ihr noch kein Abo, dann macht doch eins. Und wenn ihr der Folge was abgewinnen konntet, dann gebt noch ein Like. Alles klar, bis dann. Tschüss.